Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, diesmal in einer anderen Umgebung. Wir sind im Wildwald Vosswinkel, irgendwo bei Arnsberg, Sauerland, glaube ich sogar, sind wir schon. Irgendwie wollte ich raus und wir wollten was machen und ich denke, so ein bisschen Bewegung tut meinem Rücken auch ganz gut. Und wir sind jetzt gerade unterwegs, also da gibt es so verschiedene Routen und wir sind jetzt unterwegs zu diesen Wildschweinen. Gehege und Freizeug. Also hier laufen die wohl auch teilweise rum. Aber wir gucken jetzt erstmal und ich werde euch bestimmt noch ein bisschen was einblenden, wenn wir was Interessantes sehen. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Video ist gedreht. Ich werde es jetzt schneiden. Ich habe meine Neuzugänge aus dem zweiten Quartal hochgeladen. Das hätte ich ehrlich schon fast wieder vergessen, weil ich das eigentlich ja noch nicht, also mit dem Quartalsweise habe ich das noch nicht gemacht. Das ist dieses Jahr das erste Mal, dass ich das mache. Aber irgendwie habe ich mir so gedacht, ja, wieso nicht? Ich habe nicht jeden Monat Neuzugänge. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das mal hier oben oder hier oben. Ich habe gerade keine Ahnung. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Es sind nämlich 8 Bücher, glaube ich, bei mir eingezogen im April, Mai und Juni. Ja. Und welche das sind, könnt ihr dann da sehen. 2 habe ich sogar schon gelesen. Also bin ich stolz auf mich, dass ich tatsächlich nicht nur kaufe, sondern auch mal lese. Ja, ansonsten bin ich heute nicht ganz so gut drauf. Frauenproblem, ihr versteht. Und irgendwie ist es ziemlich warm draußen. Und mein Rücken hat heute wieder so einen kleinen Tiefpunkt. Aber ansonsten, denke ich mal, werde ich jetzt, wie gesagt, dieses Video schneiden und ansonsten nur noch lesen oder irgendwas noch an Serie mit meinem Freund gucken. Wir haben ja übrigens auch Glee zu Ende geguckt. Das war echt schlimm, weil ja da diese blöde Sache mit Naya Rivera passiert ist, die ja Santana spielt. Die ist ja da in diesem See ertrunken und das hat mein Herz schon wirklich zum Weinen gebracht, weil... man guckt so eine Serie und denkt sich die ganze Zeit nur, und nee, und ihr ist jetzt sowas, so eine Tragödie passiert, ne, das, ja, als ich die Nachricht gesehen habe, war ich echt traurig, vor allem, weil sie ihren Sohn da auch jetzt noch alleine zurücklässt, das ist, ja, Tragödie, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich meine, man guckt sich das schon an und weiß, dass Corey schon tot ist und dass der Schauspieler von Puck ja auch tot ist und jetzt hat man auch noch, wenn man das guckt, dass Naya ebenfalls tot ist. So eine Scheiße, ehrlich. So eine Scheiße. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt schneiden und mal gucken, was die Woche noch so passiert.
So, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen besser drauf. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, gab es am Sonntag kein Video. Beziehungsweise ich habe ja auch keins verlinkt, weil es war einfach keins online. Ganz einfache Sache. Mein Mikrofon hat nicht komplett aufgenommen. Es hat irgendwie nach 4 Minuten war der Ton komplett weg. Den Ton von der Kamera konnte ich nicht nutzen, weil der so halt und so schrecklich ist. Der tut wirklich in den Ohren weh. Das mag ich niemandem antun. Und ja, das sollte ja mein Neuzugänge-Video werden für das Quartal. Und das hat mich so geärgert, weil ich mich extra fertig gemacht habe. Eigentlich nur für dieses Video, weil ich wollte nicht sonst rausgehen und Schminke und Nagellack und so. Alles fürs Video. Ja, meine Buchbesprechung hat er Gott sei Dank aufgenommen. Also das Video habt ihr dann am Dienstag gehabt. Das kann ich euch verlinken. Das werde ich auch tun. Aber ja, jetzt muss ich das nächstes Wochenende nochmal drehen. Ärgerlich. Das ist echt, wenn man da sitzt und sich denkt, ich habe eigentlich umsonst gelabert und keiner sieht es. Ja, aber jetzt Schnee von gestern. So, fertig. Ich werde euch natürlich jetzt auch noch etwas über die Bücher erzählen, die ich aktuell lese oder beziehungsweise die ich leider immer noch nicht lese. Machen wir mal wieder die nicht ganz so vorteilhafte Sicht von unten, aber egal. Ich habe Love Games mit dem Feuer spielt man nicht ja angefangen von Emma Hart und ich habe schon so viel gelesen und das fehlt noch und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe schon einige Seiten gelesen, aber irgendwie ist noch nicht so viel passiert. Also es ist momentan eine riesengroße Einführung, aber ja, das lese ich halt so zwischendurch, wenn ich mal Lust habe, wenn ich bei meinem anderen Currently Reading ja gerade nicht weiterlesen kann. Denn ich lese ja immer noch Erebos und habe am Sonntag, also für letzte Woche, den Abschnitt, den habe ich beendet. Und es sind einfach schon wieder so viele Dinge passiert, wo ich einfach nichts mit anzufangen weiß. Ich weiß immer noch nicht, was hier Sinn des Ganzen ist, wie das alles so sein kann. Das ist immer noch die große Frage. Ich möchte ja nicht so viel spoilern, deswegen halte ich mich da sehr vage momentan. Ja, deswegen immer noch viele große Fragezeichen, immer noch ein bisschen genervt von Nick, unserer Hauptperson, weil ich den so ein bisschen naiv und manchmal auch ein bisschen dämlich finde. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Und jetzt muss ich bis zum Pinken wieder lesen in dieser Woche. Und ja, dann nur noch den Rest. Und ich denke mal, wenn ich das so gut weiterlese, dann schaffe ich dieses Buch auch noch diesen Monat. Das wäre auf jeden Fall mal ganz, ganz toll. Denn welches Buch ich natürlich nicht lese aktuell, ist das, was ich euch schon mal in einem Vlog gezeigt habe, Blackbird von Anna Carey, was ja mein Buch für die Run an den Sub 2020 Challenge ist. Monat Juli, ein Buch mit einem besonderen Merkmal, pinker Buchschnitt. Aber ja, ich komme nicht so viel zum Lesen, ich merke das einfach. Ich wollte gestern unbedingt Erebos weiterlesen und das habe ich auch geschafft, aber ich habe einfach gemerkt, wie meine Augen zufallen. Ich war so müde und das ist ein wenig häufiger der Fall. Deswegen, ich wollte eigentlich das ja zu Ende lesen und wenn ich das zu Ende gelesen habe, wollte ich das anfangen. Aber ich glaube, dann haben wir schon August. Ich sag ja, ich hänge bei diesen ganzen Motto-Dingern hier, ich hänge einfach einen Monat zurück. Aber ist ja auch nicht schlimm, wenn ich es dann nächsten Monat lese. Tja, dann ist es einfach so wie die letzten anderen Monate auch, dass ich einfach immer erst einen Monat später beende. Ja, das sind auf jeden Fall meine Bücher, die ich gerade so lese. Und irgendwie habe ich auch gar nichts sonst zu erzählen. Außer, dass ich mich mit Tomatensoße vollgekleckert habe. Das ist so typisch, ne? Es gab Nudeln mit vegetarischer Bolognese und da ist mir eine Nudel entgegengekommen und ich denke so, schön, sehe ich entweder aus, als wäre ich aufgestochen worden oder so. Ja, wow, wenn das schon News sind, die ich euch erzähle, ich glaube, ich höre mal lieber auf. So, ich wollte mich nochmal richtig von euch verabschieden, denn es passiert jetzt heute nichts mehr und auch die letzten Tage war ja nicht so viel. Ich werde jetzt nur noch versuchen, ein bisschen in Erebos weiterzulesen und in Love Games, das, was ich euch gestern schon gesagt habe. Und wollte mich aber nochmal richtig von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog trotzdem gefallen und nächste Woche wird es ein bisschen aufregender, denn meine Couch kommt. Nächste Woche, tatsächlich. Und wir räumen das komplette Wohnzimmer um. Das heißt, ich muss mein komplettes Bücherregal ausräumen, damit ich es von A nach B bekomme. Und ich versuche vielleicht schon mal ein bisschen
umzuräumen, wenn ich die Bücher schon mal draußen habe. Aber mehr dazu gibt es dann vielleicht im nächsten Vlog. Und deswegen sage ich danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao!